Hartelijk welkom allemaal bij het webinar over de updates ESMO 2021 en veerkracht versterken bij melanoom. Dit is het programma voor vandaag. De opening zal verzorgd worden door Koen van Elst. Hij is voorzitter van Stichting Melanoom. Dan hebben we professor Dr. Christian Blank op het programma staan. Hij zal het onderdeel Updates ESMO 2021 verzorgen. Vervolgens Dr. Anders Laura Zwanenburg. Veerkracht versterken bij melanoom. Zij heeft onderzoek gedaan over dit onderwerp en zal jullie hier veel meer over vertellen. Nogmaals, vragen uit de chat, die worden na afloop van elke presentatie voorgelegd aan de gastspreker. Eerst worden de vragen voorgelegd die via het e-mailadres in de afgelopen weken bij Stichting Melanoom zijn binnengekomen. Goed, dan is het nu tijd voor Koen van Elst om zijn camera aan te doen. En je microfoon, Koen. Ja, daar zijn we. Nou, welkom allemaal bij onze vijfde of misschien wel zesde webinar inmiddels. Organiseren we dit vanwege het feit dat we niet bij elkaar kunnen komen vanwege corona. Nogmaals, welkom allemaal. Ik ga jullie heel kort wat vertellen over Stichting Melanoom, de patiëntenorganisatie van mensen met melanoom en oogmelanoom. We hebben dus al meer dan 25 jaar een patiëntenorganisatie in Nederland die allerlei belangrijk werk doet. Onze missie luidt minder melanoom, meer genezing. Het profiel van onze organisatie is dat een overgrote meerderheid is ervaringsdeskundige. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Zodoende kunnen we ook de belangen van onze achterban, van onszelf dus in feite, kunnen we maximaal behartigen. Nou, daarnaast hebben we ook nog een aantal donateurs, want dit soort organisaties of dit soort activiteiten organiseren, dat kost nou eenmaal wat euro's. Daar hebben we natuurlijk een aantal donateurs voor, dat zijn er inmiddels ruim 800. Daarnaast zijn wij ook actief op allerlei social media. Degenen die ons volgen, die herkennen dat. We hebben ongeveer 10.000 volgers over verschillende soorten kanalen. Onder andere Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Onze organisatie bestaat uit vrijwilligers, zoals ik al zei. Daarnaast hebben we ook nog een raad van advies. Bestuursleden en een back-office. En daarmee doen we de dingen die we doen. Zoals deze activiteit, dit webinar. Dan heel kort een uiteenzetting van onze belangrijkste activiteiten. Nou, wij zijn georganiseerd rondom drie pijlers. De eerste is belangenbehartiging, de tweede is informatievoorziening en de derde is lotgenotencontact. Die tweede pijler, dat is wat we nu aan het doen zijn natuurlijk. Het voorzien van informatie naar jullie. Belangenbehartiging is daarnaast ook nog een belangrijke pijler, waarbij we dus wetenschappelijk onderzoek ondersteunen, dan wel proberen te beïnvloeden. We leiden ook een aantal mensen op die kunnen optreden namens onze organisatie bij het meebeslissen, het meebekijken van allerlei zaken. Het lotgenootcontact, dat is de derde pijler. Nou, dat is natuurlijk iets wat we de laatste anderhalf jaar niet veelvuldig hebben kunnen doen. En sinds gisteren is dat in ieder geval weer tijdelijk verlengd, die situatie. Maar zodra het weer mogelijk is, dan gaan we ook weer zaken organiseren waarbij we ook met elkaar kunnen praten over allerlei zaken rondom melanoom en oogmelanoom. Dat is in het kort de introductie van onze organisatie. Nogmaals, dank voor jullie deelname en dit was mijn stuk, Karen. Heel goed, dankjewel Koen. Dan is het nu tijd om professor Blank uit te nodigen om zijn presentatie te delen. Professor Blank, ik zag net dat een camera al aanstond en nu weer niet. Maar we horen u wel. Ik heb ze ook aan. Ja, en we zien u ook. Professor, u heeft een presentatie en die start u nu op. Ja, zo. Hartstikke goed. Ja, gaat uw gang. Welkom iedereen. Ik maak alleen nog die zijkant klein. Ik ga u vandaag een update geven wat zo gepresenteerd is bij ESMO en ook bij de SMR, dat is de Society of Melanoma Research 2021. En daar zijn ook
relativ viele interessante Updates von Studis repräsentiert. Ich habe gehört, dass über Hochmelanom, über enkele Zeitwehr in Präsentation ist, aber ich dachte, dass der Fokus mit Namen auf die Chirurgie ist. Darum will ich auch diese Publikation mit Julie Delen. Das ist die erste Studie, die nun in Phase 3 einen Überlebensvorteil vor Hochmelanom hat lassen ziehen mit der Systemtherapie. Und das ist Tebentafusp. Was ist Tebentafusp? Das ist ein Molekül, was an der einen Kant aussieht wie ein T-Zell-Rezeptor, an der anderen Kant ein sogenannter linker Heft, war die gewohnt T-Zellen infangen kann. Das damit kann ihr dann ein Antigen von einem Melanom, so zum Beispiel hier ist das der GPN100-Antigen, ob der Oberfläche von der Kankerzelle herkennen und bindet dann nicht gewohnt allein die T-Zelle, die diese Antigen herkennt, mal alle T-Zellen da an. Und interessant war es bei dieser Behandlung, dass der Overall Response Rate sehr hoch war und das progressivfreie Overleving eigentlich auch nicht eindrückweckend war, was wir hier unten ansieht, mal das Overleben plötzlich doch ein deutlicher Verschrill zu sehen war bei diesen Patienten. Das Das ist nun eine Option, die binnen kurz, auf die all nun all möglich ist, vor Patienten, die HLA-A2 positiv sein. Das ist so circa die Hälfte. Also wir haben diese Systemtherapie nun fordert mit, dass das hier auch Melanoma. Wir haben auch die Chopin-Studie von Alan Capitaine. Das ist eine Kombination von Ipilimumab und Nivolumab plus ein Chemospuling von der Leber. Und ich habe die Phase 1-Data gesehen und die sehen auch echt fehlbelaufend aus. Das vor der Hochmelanom ist momentan echt Bewegung in dem Feld. Nun zurück nach dem kutanen Melanom. Erste, wir haben nun die 7 Jahre Follow-up-Data von der Keynote-006-Studie, die Pembrolizumab anti-PD-1 mit Ipilimumab anti-CTLA-4 in Stadium 4 Melanom verlegen hat. Hier sieht ihr nochmal das Studiedesign, theoretische verschiedene Dosierungen von Pembrolizumab mit Ipilimumab verglichen. Hier sieht ihr nun das 7-Jahres-Update, progressivfreie Überleben, was 23 versus 13% und das Overleving, was dann 37 versus 25% im Vorteil vor der Anti-PD-1-Therapie. Als ihr eine gute Response bereitet, dann ist es natürlich deutlich besser der Outcomes. Wenn eine komplette Response bereitet wird vor den Patienten, dann haben 85% von den Patienten Overleving. Mal ein Teilchen, weil es eine stabile Siegte allein bereitet wird, dann ist es 30%. Das, die Tiefe von der Response, die dort in Immunotherapie bereitet wird, am Beginn all, ist echt relevant vor den Outcomes von den Patienten. Das zweite Update, das wir bei der SMA gesehen haben, war es nun in Kombination von Pembrolizumab und Ipilimumab, die Keynote-0029-Studie. Das ist eine Studie, die allein in Australien war. Das ist die Daten sind ein bisschen besser, dann wird hier verwacht von einer Kombination von Anti-CTLA-4 plus Anti-PD-1, damit in Australien die Patienten mehr Mutationen in den Melanom haben. Die Studie hat hier, was wir haben lassen sehen, die Vergleichung von der Mono- versus der Kombinationstherapie hat. Das ist noch nicht präsentiert. In Part 1 war es allein die Kombination. Hier sehen Julie den Nü, dass die progressivfreie Überleben 51% war. Sehr gute Daten. Dass die Kombination ist sicher auch für Pembrolizumab besser als die Monotherapie. Aber auch mit höherer Toxizität natürlich. Das in dieser Manier. Bleibt es im Gespräch mit Onkologen von Monotherapie Anti-PD-1 und oft die Kombination. Und wir adressieren alter Patienten mit einem verhochten LDH, mit Leveraussagen, oft mit Herzenaussagen, sicher von der Kombination von Anti-PD-1 und dann ist die Talofierte kann, weil ein als diese 5 Faktoren alle favorable sind, also normale LDH, kein Herzenaussagen, dann kann sicher auch mit Anti-PD-1 begonnen werden. Ihr seht wieder Overall Survival von der Curve und das ist auch, sieht auch deutlich besser, als was wir gesehen hatten vor der Monotherapie.
Duration of Response, das wäre dasselbe, was davor ist, in dem als ein guter Response bereitet wird bei Immunotherapie. Mag das nicht so viel Outwardbrecher geben wird, dann ist es an beide Hälle mal gut. Dann schlafe ich over, kam mit ihm nach der folgenden Studie. Wir haben nun auch die 5-Jahres-Data von adjuvanter Behandlung. Das heißt ja die Immunotherapie erst im Stadium 4. Und dann wurde es nach vorne gehalten, nach Stadium 3 in der adjuvante Situation. Die Check mit 2, 3, 8 Studie sind nun die 5-Jahres-Data rausgekommen. Wo war das Design von der Studie hier? War es dann die Nivolumab versus Ipilimumab vergleichen und dann natürlich mit dem Placebo dabei, aber eigentlich ist das Niveau versus Ipi vergleichen. Hier seht ihr nur das Relapse-Free Survival. Wir sehen ein circa 10% verschillende Relapse-Free Survival. Ich will euch erinnern, dass Ipi natürlich auch in der adjuvante Setting allen aktive Comparator war, die so circa 10% besser war dann. Und dann der Placebo. Das bleibt dabei, dass wir so circa 20% Relapse-Free Survival verbessern, als wir adjuvant Anti-PD-1-Gräfen verlegen mit allein Chirurgie. Das bleibt vorteilig vor dem Stadium 3BC, aber auch vor dem Resectable Stadium 4, was ihr hier seht an der rechten Kante. Die Studie hat auch diese Patienten durchgelassen in die Studie. Als ich dann Stadium 3b und Stadium 3c vergleiche, dann haben auch beide Gruppen einen Vorteil. Aber es bleibt allein so ca. 10% verschrillen. Ein Bär auf Mutatie auf Wildtyp mag nichts aus. Das ist dann vor der Bär auf remutierte Patienten, die können selbst gießen, ob sie nur adjuvant Tabletten wollen, auf Immunotherapie, also es wird vorhin beides. Also nur dann der Distance mit Test, das ist Free Survival mit Kalk. Und dann lokale Relapse ist natürlich nicht so relevant. Das ist ein bisschen bisschen Stress vor dem Patient. Mal an der anderen Kante kann das natürlich alter noch gut behandelt worden. Das eigentlich, wenn wir die Abstandsauszeigungen vorkommen, und da sieht man, dass der Verschrill doch kleiner ist. Das fehlt von der Zurückkommsten auch bei der adjuvanten Situation erstmal lokale Zurückkommsten sein. In diesem Need und lachere Distance mit Test des Free Survival verteilt sich dann auch, dass wir kein verschrillen Overlaving sehen. Ja? Das, das ist natürlich auch ein Kompliment an die Onkologen, die natürlich auch bei Patienten, die da mal outgesight wurden, sehr gut behandeln können, dass dann eigentlich ein Patient von der adjuvanten Therapie verlegen mit Ipi kein Overlevingsvorteil hat. Ipi hat natürlich mit Placebo, weil ein 10% Overlevingsvorteil hat. Das der Overlevingsvorteil ist klein von der adjuvanten Therapie und es hat natürlich noch mehr Diskussionen kommen, als wir in Stadium 2 kommen, umdat natürlich eine dure Behandlung ist und das Dual von einer adjuvanten Behandlung muss natürlich der Overlevingsvorteil sein. Aber Ipi versus Placebo war es ein Overlevingsvorteil. Das ist sicher ein kleiner Overlevingsvorteil, auch als die nicht das Niveau und Epinitis hin ist. Hier seht ihr, warum der Overlevingsvorteil des und dank der Progression-Free Survival, auf der Relapse-Free Survival, so groß war, so wenig in der Overall-Survival verschrill ist, und dass die Patienten als natürlich in Relapse haben, sehr gute Optionen hatten. Ja? Sie können auch Chirurgie, Bestrahlung reichen, auch als systemische Therapie. Du siehst, dass bei Vorbild Patienten, die die Nivolumab gekriegt haben, haben dann FARC Immunotherapie nochmal gekriegt auf BRAF-MEC. Und die Ipi-Patienten haben dann FARC noch Nivo gekriegt auf Nivo Ipi. Und die Patienten, die Nivo hatten, die haben dann Ipi gekriegt auf die Kombination. Das wir können, und das wissen wir auch, nach Fallen von adjuvante Therapie wirkt natürlich mit Ipilimumab auf Ipilimumab plus Nivolumab. Und damit, dadurch können natürlich auch beholig Patienten gerescued worden. Hier sieht ihr die neueste Studie, nu in einem Stadium 2 Melanom, hohe Risiko, die Keynote-16-Studie. Die war bei der ESMO repräsentiert und ist nun bei der SMA nochmal abgedatet worden. Ich lade die abgedatete Data sind, da heftet dann nochmal 6 Monate Follow-up noch bei der Folge.
Was war das für eine Studie hier? Was wäre Stadium 2 Melanom, endrandomisiert, nü Placebo versus Pembrolizumab? Und die Assessments, die Effektivität war Intention to Treat von allen randomisierten Patienten. Ich muss natürlich nur ableiten, das alterte Problem von diesen Studien, dass viele Patienten nach Operation, Vorstart, Adjuvant doch ein Zurückkommst. Und bei Stadium 3 ist das so bei zwischen 15 und 25%. Dass diese Studien, um dass die nicht eigentlich eine echte Intention to Treat Population sein von der Chirurgie outrande, mal pass von der Randomisation, exkludieren all die meist größte Risikopatienten, die mit dem frühen Relapse in den ersten 3 Monaten kommen. All. Und das ist halt das Problem bei diesen adjuvanten Studien. Na gut, es waren 976 Patienten ingeschlossen. Patienten haben von den 1 Jahre Plente 11 Monate gekriegt, das ist relativ gut die Behandlung durchstehen. Und wir sehen, dass das Relapse-Free Survival bei 18 Monaten 85 versus 77% ist. Das wir haben nun 9% Verschrill. Das verbaßte mir eigentlich ein bisschen, um das, was ich erzählt habe, bei Stadium 3 haben wir ja so circa 20% Relapse-Free-Survival-Verschrill und man sieht, dass die Stadium 2, die High-Risk, dieselbe Risiko eigentlich haben nur die Stadium 3 AB. Dann hatte ich eigentlich verwacht, dass wir auch so 20% Verschrill sehen, aber das ist nicht der Fall. Das ist 8% Verschrill. Die Verschrill hält vor alle, mal überraschenderweise die höhere Risiko, die T4B, also die dickere Melanomen, haben minder Benefit dann die dünne Melanomen. Das ist auch ein bisschen, was ich das nicht begreife, die Biologie ist auch erwartend, dass der höhere das Risiko von den Melanomen ist, der dickte, dass du dann eigentlich mehr Bart von den adjuvanten Behandlung hat und nicht minder. Das muss aber noch auswirken, warum das so ist, das begreife ich nicht. Also die Subgruppen anbekeiken, dann sieht wer hier, was die Kühlplatten sehen, dass mit Name die minder dicke Melanomen entbart hatten, mal dann eigentlich kein Verschrill ist von der Gruppen, ob da jemand Bart heft von der Pembrolizumab ob alle. Interessanterweise ist das mit Amerikanern minder Bart von der adjuvanten Behandlung dann der Non-US, aber das kann auch sein, dann alle, umsatz allein 175 Amerikaner hier in diese Studie waren. Gut, wir kijken wir nun mal nach der RFS-Event. Ich hatte euch alle laten sehen, dass es Patienten sein, die 85 versus 77% was. Weil wenn wir die Distance mit Testosis ankijken, dann sieht ihr, dass der Verschrill noch kleiner wird, dass es dann hier 6% Verschrill sein. Also wenn ihr bedenkt, dass wir mit Ipi-Nivo in das Stadium 4 auf eine Distance mit Testosis bei so einem Lache Load so circa 60% Response Rate haben und dann auch noch Overall Survival bei 5 Jahren von 50%, dann könnt ihr sich vorstellen, dass von diesen Patienten allein noch die Hälfte, also von der 6%, eigentlich 3% bisschen Bart von der adjuvanten Behandlung. Also dann noch mitrechnen, dass die BRAF-MEC-Behandlung bei so einem Lachtumorload, was ja Patient, die adjuvant behandelt, das ist ein kurzer Progressheft ist, dass da auch 70% Overall Survival bei 3 Jahren ist, dann seien wir nun bei einem Overall Survival Benefit, also davon ausgehen, dass Distance Metastasis anders nach Todleid von so circa 1 von 100 Patienten, 1,5 Patienten von 100. Das hat viel Diskussion abliefern. Wir müssen nur 98 Patienten meist wahrscheinlich behandeln, um 1-2 Patienten Overall Survival Benefit zu kriegen, ob ein langer Termin bei 5 Jahren, als es überhaupt kommt, mit das Licht an diese gute Behandlungen, die wir vor den Patienten haben. Christine, dass es auch viel Beiwirkungen macht, ist es echt zu überwegen und das müssen wir nur in der Diskussion anschauen. Müssen wir das nur alle reden oder müssen wir erstmal Markers, bessere Markers finden, dass wir echt die Patienten finden, die den Bart davon haben? Ich hatte übrigens gelaten, sind ja allein 6% Distance Metastasis Free Survival.
Das kommt natürlich, als sie so viele Patienten behandelt, muss ich natürlich auch zeigen, was seine Beiwirkungen sind. Du siehst hier, das wäre behörlich, Top 20% Beiwirkungen natürlich reicht, mit Namen Fatigue. Und das kann natürlich auch echt die Patienten in der tägliches Leben beperken. Und wir haben auch die Endokrinopathien, die Top 20% gewesen sind. Ein Beininsuffizienz, das werden wir in mittels kann die Qualität von Leben deutlich bepergen und es auch mit einem verkorten Leben assoziiert. Das als wenn wir so wenig Patienten echt lange Termin Bad können geben, man doch behörlich Beiwirkungen, dann kann es sein, dass vor der hele Hub an dem End überhaupt kein Überlebensvorteil rauskommt durch diese Behandlung. Dus dan kan men zeggen, ja, voor de relapse-free survival en tumorvrij leven is het wel een voordeel, maar voor de overleving had ik misschien voor deze patiëntpopulatie geen baat brengen. Daarom denk ik dat neoadjuvante behandeling veel beter is. Daarom daar weten we wat we doen, daar weten we of die behandeling bij de patiënt werkt. En die behandeling is meest waarschijnlijk ook beter voor één reden, en laat ik u hier zien als u adjuvant behandelt, das ist, halt den Tumor out und also die Immuntherapie startet, dann hast du einen Immuntherapie-Effekt allein gegen die Mikrometastasen. Mikrometastasen sind relativ nicht immunogen, dadurch reicht du relativ wenig Immunreaktion in den Lichern. Also direkt als der Tumor noch in den Lichern ist, startet, dann kriegst du eine viel stärkere Immunreaktion, dann hast du auch viel mehr eine bredere Immunresponse in den Lichern. Das ist, das ist ein, da fehlt ein Slide hier, last, dass ich gerade die Gladwilde laden ziehen. Oh ja, ma, na gut, dann lade ich nun erstmal eine andere Studie noch sehen. Das ist nun auch ausgesucht in eine neue Studie mit Personalisation, das ist bei der ESMO präsentiert und das war von uns ein Werk von Irene Reyers, das ist die Donimi-Studie. In der Donimi-Studie es sind Patienten, die Interferonsignatur hier hoch gewesen sind, haben eine Deeskalation von der Behandlung gekriegt, haben allein noch Nivolumab auf eine Doublette von Domatino statt plus Nivolumab gekriegt, waren Techniken Interferonsignatur low Patienten, Domatino statt plus Nivo auf die Triple-Therapie gekriegt. Und was war der Outcome? So, warum haben wir das getan? Wir haben diese Personalisation getan, um dass Patienten, die ein hohes Interferon sich in der Tür haben, das sieht man rechter Kant, von Ipi-Nivo eigentlich ein Flatline haben von Relapse-Free Survival. Das ist anders dann bei der adjuvanten Behandlung. Diese Patienten haben echt sehr viel Bad von Immunotherapie. Da gebührt eigentlich nichts. Dus da war es die Frage, ob können die Patienten selbst mit minder behandelt worden, mit Nivolumab allein. Mein Technik sieht hier die Patienten, die diese Cold-Interferon-Signatur haben, haben eine stärkere Relapse-Fehler zurückkommt von der Tumor. Da war es die Frage, können wir das eskalieren? Was waren die Beiwirkungen von der die Therapie? War es gut vertragen? Behave, das ist eine Neurotoxizität, die wir noch nicht kennen von der Immunotherapie. So, als die Immuntherapie mit den Tabletten gegeben war, haben Patienten solche Hautausschlagen entwickelt. Und die gehen relativ schnell wieder weg, als die Tabletten stoppt. Mal als die Tabletten behebt, dann kommt es selbst noch schneller binnen ein Dach zurück. Das als ihr die mal entwickelt habt, könnt ihr die Tabletten nicht mehr beinehmen. Und was der Outcomes? Das war eine kleine Studie, aber wir waren hell unter der Eindruck, wie gut die Signatur wirkt. Und das als ihr kijkt, als ihr Interferon Signature high habt und Nivolumab allein kriegt, dann kriegt ihr 90% Response Chance. Als ihr die Interferon-Signature high habt und dann die Kombination Nivo plus Domatino stattnimmt, dann fucht das nicht mehr bei. Das Nivolumab allein ist für diese Interferon-Signature high Patienten voldoende. Als ihr die Interferon-Signature low habt, dann ist die Doublette nicht genug. Da seht ihr, dass dann der Response Rate von 90 auf 80% oder 30% im Lach hat. Und das wurde ein bisschen gerescued durch die Triple-Therapie. Domatino statt in diese hier war es noch nicht die hohe Dosierung. Ihr seht hier, das ist zwei Tage, das ist ein Tag gewesen. Das werken wir noch out. Aber
die Interventionssignatur. Low-Patienten, das sind die solchen Kinder in hohem Alter, tatsächlich die müssen echt eine Triple-Therapie haben, weil die Interventionssignatur High-Tumoren in der Zukunft, denke ich, mit den Monotherapie selbst neoadjuvant von behandelt können worden. Das hat sich dann verteilt auch in einem exzellenten Relapse-Free Survival. Noch frühe Daten, wir hatten einen Late-Breaking-Abstract bei ESMO. Ihr seht hier, also die hohe Interventionssignatur-Heft hatte diese 90% Response Rate und 100% Relapse-Free Survival. Da es nicht lach ist, ist es 80% noch stets gut und deutlich besser, dann was wir kennen von einer adjuvanten Behandlung. Darum denke ich, dass wir die neoadjuvante Behandlung etablieren müssen. Und das ist nur die Nadina-Studie, die nun open ist. Momentan open in Utrecht, Leiden, in Amsterdam, bei uns in der AWL, mal in Zukunft, weil ich hoffe, am Beginn von dem Jahr in alle Melanom-Centras. Dort dann muss ich vielleicht nach einem von den Centras reisen, die open sein. Weil in dieser Studie wurden wir vergleicht im Stadium 3 Patienten, die ein zytologisch bewiesen Lymphklier auszeigen haben, das muss nicht resistmetbar sein, mochen auch noch ein Transitmetastasen dabei sein. Diese Patienten, die so ein Lymphklier auszeigen haben, wurden randomisiert, dass sie diese neoadjuvante Behandlung kriegen, Lymphklierdissektion und dann als Ü ein guter Response, das wird wir ja kennen von unseren Vorstudien, 70-80% kriegt. Haben die Patienten keine adjuvante Therapie mehr nötig. Und als die Patienten nicht respondieren, dann kriegen sie eine adjuvante Behandlung mit Nivolumab, als die Patient BRAF Wildtype ist, und da aber Fentanyl, als die Patient BRAF Mutatie heft, und kriegt auch noch als mögliche adjuvante Radiotherapie. Das eskaliert sie in die Patienten, die nicht respondieren, und Deeskalation in den Patienten, die gut reagiert haben. Das ist das, ihr seht, durch die neoadjuvante Therapie wissen wir, was wir tun. Das wird verglichen natürlich mit der Standardbehandlung. Ich weiß, das ist ein Alter unfair, mal in Phase 3 muss wieder ein Kehr durcharbeiten, und dann hat der neoadjuvant Standard sein, mal mit der Lymphklier die 60 erfolgt durch adjuvant Nivolumab. Als ihr an dieser Studie teilnehmen wollt, ob ihr jemanden kennt, dann könnt ihr mit mir Kontakt aufnehmen, mit Karin Saugerbach, auf LNKPT, und das sind die 3 PIs in Utrecht, Leiden und Eck hier, war die Studie soll open sein. Gut, das ist mein Präsentations vor von Dach. Excuses, dass ich hier in der Mitte ein Slide verreden habe. Da will ich euch noch Daten erzählen von Relatlimab. Die in der Neoadjuvant Antilag-3 auch rekombiniert getestet war mit Nivolumab, auch vielbelovende Daten gehabt hat. Ich danke euch für eure Andacht und ich hoffe, dass ich eure Fragen kann beantworten. Gut, herzlichen Dank. Ga je gang, Koen. Excuses. Hartelijk dank ten eerste, professor Blank, voor deze mooie uitleg weer. Ik heb een aantal vragen hebben ontvangen voorafgaand aan deze meeting. En ook een aantal in de chat. Ik wil eerst beginnen met de vragen die vooraf zijn gesteld. Koen, wil je misschien je camera aanzetten? Oh ja, tuurlijk. Ja, daar ben ik weer. De eerste vraag die op ons af is gekomen is: welke behandelingen en medicijnen zijn er in ontwikkeling voor de BRAF-mutatie? De BRAF-mutatie zijn momenteel pan-RAF-inhibitoren in ontwikkeling. Die zijn nu in een vroege fase zullen getest worden. Ik ken die data nog niet, maar daar zijn nu studies in aankomst, ja. Oké, dank u wel. Welke behandelingen zijn er nog over voor mensen die al meerdere behandelingen hebben ondergaan? Oh, het hangt natuurlijk daarvan af welke behandelingen u al gehad heeft. Als u immunotherapie gehad heeft en BRAF-MEC, dan kunt u nog in de WOM-studie Vorinostat testen. Dat is een studie waar een korte pauze gedaan wordt en dan Vorinostat gegeven wordt. Man denkt, dass hier die Zellen tot gaan, die nicht mehr gefühlig sind vor der BRAF-Remma, dann hilft ihr danach wer BRAF-MEC fördern. Vor Patienten, die keine BRAF-Mutatie haben, ist helaas momentan Standard allein Nivo, Epi, Pembro, Terbeschrecking. Und dann kommen natürlich Phase 1-Studies mit Immunotherapien meist. Dann merken, ja.
Oké, dank u wel. Dan een vraag over de TIL-studie. Hoe gaat het nu verder met de TIL-studie en hoe zit het met de opname van deze behandeling in het basispakket zodra die is afgelopen? Die Studie gaat noch, sofern ich weiß, 8 Patienten müssen noch inkludiert worden, dann ist die Studie klar. Dus ein von dem Jahr hoffen wir, dass die Studie klar ist. Und in dem Moment, dass die Daten dann präsentiert oder republiziert worden, und ich verwachte, dass das relativ schnell kann sein, omdat die Studie natürlich relativ lang gelopen ist. Dus wir haben natürlich all viele Events von den Armen. Dann verwachte ich, dass relativ kurz nach der letzten Entschlautung von dem Patienten die Studie auch repräsentiert wird. Und dann hängt es ein bisschen von der Oberheit auf in der Unterhandlungsgeschick von meinem Kollegen John Hahnen, wie schnell die Studie dann, auf wie schnell dann TIL-Behandlung der Beschränkung kommt. Aber ich verwachte, dass es relativ schnell hat kommen. Das gehört auch, dass ich verwachte, dass die Studie positiv ist. Aber ich habe die Daten auch noch nicht gesehen. Oké, okay, dank u wel. Dan een vraag van iemand die stadium 3B melanoom patiënt is. Die zou ik graag willen weten achteraf welke mutaties die heeft. Kan dit achteraf? En zo ja, hoe kan die persoon dat aanvragen? U kunt een whole genome sequencing laten doen in het materiaal van uw tumor. Idealiter als ein gefrorenes Material, ob bewahrt ist, ob Paraffinmaterial ist, fragen Sie die Muliker. Die zugefügte Wade ist zweifelhaftig, um dort vor adjuvante Behandlung sei noch hin sich Naturen entwickelt. Die BRAF-Mutatie kann sowieso bepaalt worden, die ist meist wahrscheinlich auch alle bepaalt worden. Das ist eigentlich das Ähnliche, was wir mit Weten. Als ihr das per se wollt, ihr könnt den Kader von DRIP-Studies auf, von einem Whole Genome Sequencing Panel in dem Seekenhaus das analysieren lassen. Das sind dann die relevanten Mutations bepaalt. Vor Stadium 3 ist es momentan nicht so relevant. Ja. Behaftet mit dem BRAF auf nicht auf, und dann könnt ihr beschließen, auf die Tabletten auf die Immunotherapie wollt nehmen als adjuvante Behandlung. Ja, oké. Okay. Dat is duidelijk. Dan een vraag over de COVID-vaccinatie. Is er nieuws over de combinatie immunotherapie en COVID-vaccinatie? Het is een lange, continu angst die hier rondloopt. En die is voor mij niet begrijpelijk dat mensen bang zijn dat als ze zich vaccineren, dat hun immunotherapie minder goed werkt. Dat klopt niet. Daar is geen logisch verband mee. Ich weiß nicht, wie das in das Feld setzt. Wir wissen, dass andersrum Patienten, die Kanker haben, haben ein bisschen minder gute Antilichtkörper, ob das Vaccination dann gesunde Patienten. Und darum ist der Advice von der RWM gekommen, das ist auf Basis von der Voice-Studie, auch eine praktische Studie hier von Niederlandse Bodem, dass Patienten einen dritten Booster im Vaccination sollen nehmen, als sie Chemo-Immuno auf Immunotherapie haben. Aber das hat mehr jetzt zu tun mit, dass sie Kankerpatient sein, dann dass es jetzt mit der Therapie zu tun hat. Okay, duidelijk. Dann noch eine Frage, die daar gerelateerd ist. Mensen, of, gevaccineerde Menschen, die Cortisone gebruiken bei der Immuntherapie, moeten zij extra oppassen voor een Corona-Infektie? Das hängt ein bisschen ab, welche Dosierung ihr nehmt. Als ihr 10 Milligramm nehmt, denke ich, hat nicht. Sie hohe Dosierung nimmt, ja. An der anderen Kant, bei Patienten, die Corona kriegen, die erst Beiwirkungen haben, das ist ja nicht das Virus selbst, sondern die Immunreaktion, ob das Virus, die uns die Klachten macht, wird selbst Dexamethason gegeben auf Tocilizumab, Anti-Interleukin 6, das Immununterdrückung. Es kann sein, dass sie dann Covid kriegt, dass du mit der lachen Steroid-Dosierung selbst minder Klachten hast, ja. Oké, okay, dank u wel. Dan een vraag die ik stel hem toch maar even, maar ik denk dat die meer geadresseerd moet worden aan de chirurg. Maar wie weet. Iemand heeft last van wonden en littekens en eudeemvorming na een melanoom op zijn of haar rug. Ja. En dan heel veel last van pijn. Bestaat er nog een andere behandeling dan lymfdrainage, bindweefselmassage of acupunctuur? Das ist sehr schwierig. Das muss ich auch mit einem Spezialist besprechen, omdat das ist der Platz natürlich auch verschillend, was du da noch an könnt tun.
En dan hangt het ook daarvan af, is dat zenuwpijn, is het een schade aan de wond, moet dan rare excessie komen of zulke dingen. Dat is erg moeilijk nu hier algemeen te beantwoorden. Ja. Dat moet u echt met uw chirurg bespreken. Oké, okay, dank u wel, duidelijk. Dan nog een vraag die gerelateerd is aan de tilbehandeling. Zodra die zou worden toegelaten, is het mogelijk of is het toegestaan dat je vooraf ipilimumab hebt gehad? Mag je dan na een ipilimumab behandeling eventueel in aanmerking komen voor de tilbehandeling, mocht die beschikbaar komen in Nederland? Dat weet ik nog niet. Dat hangt dan daarvan af hoe strikt afgesproken wordt wat vergoed wordt in de tekst. Ja? Als u heel strikt dat wilt nemen, dan mag het eigenlijk niet, omdat het alleen naar anti-PDE natuurlijk was, omdat de ipilimumab de Kontrollearm was. Biologisch gezien of medisch gezien zie ik eigenlijk geen Kontraindikatie, dat u ook til behandeling na IPI zou kunnen krijgen, omdat het natuurlijk een heel andere behandeling is dan een Checkpoint-Inhibitie. Daarom denk ik dat het ook na IPI kan goed werken. Dat hangt meer van af, hoe strikt dan der Text wordt voor de Vergoeding. Ja, ja. Oké, okay, duidelijk. Dan een vraag over de follow-up. Vanaf wanneer wordt de follow-up in maanden gerekend bij stadium 3 melanoom? Is dat direct vanaf de start van de adjuvante behandeling of na het beëindigen van die behandeling? Nee, vanaf start de chirurgie. Ja. Oké, okay, duidelijk. Dan nog één laatste vraag. Iemand heeft stadium 4 met daarbij hersenuitzaaiingen en naar de hersenstam. Deze persoon heeft bijna totaal 2 jaar nivolumab gehad. Met goed resultaat. Alle uitzaaiingen zijn weg. Maar voor die laatste 2 keer dat deze persoon nog een behandeling zou moeten krijgen. Zou dan IP-nivo, dus de combinatie, zou dat een optie kunnen zijn? Nou ja, goed, als het nu bijna compleet weg is en u 2 jaren rust heeft, dan heeft u goede kans dat dat plekje wat u dan nog ziet eigenlijk een litteken is. Anders zou dat al mogelijkerweise weer gegroeid zijn. Dus ik zou nu erstmal een pauze doen en stel dat het dan weer te groeien begint of op een andere plek komt, dan is Ipinivo zeker een optie voor u. Ja, zeker. Oké. Okay. Duidelijk. Volgens mij zijn wij door alle vragen heen. Dus ik denk dat we kunnen afronden. Professor Blank, nogmaals hartelijk dank voor deze bijzonder heldere uitleg. En ik zou graag het woord in ieder geval aan Karen terug willen geven.